Moin moin liebe Sportsfreunde und ja, willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum nächsten Spieltag in der Primera Division mit dem FC Barcelona gegen MD Cobalt Blue. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, welcher Verein das in Wirklichkeit sein soll. Molinero, ein paar kommen mir bekannt vor, aber David Suarez, okay. Gut, so, das haben wir. Dann sagen wir nochmal Deckungsarbeit. Zack, ihr deckt die beiden Stürmer. So. Guck mal hier, eigentlich einstimmen bei Stadion. Tages. Ah! Okay, ich will mal bei Nacht spielen. Wetter, Zufall. Passlänge, Zufall. Würde ich sagen, machen wir mal so. Jo, Anstoß. Einmal Steuerkreuz nach rechts. Das ist Abseitsfalle, okay. Wenn ihr einen einzelnen Spieler mit einer festen, drücken Sie um, weiß ich nicht. Willkommen, liebe Zuschauer, im Zuhause des FC Barcelona. Ich finde echt jedes Mal diese Grafik so geil. Herzlich willkommen, ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend, natürlich Hansi Küpper. Ich danke dir und Stadion etc. muss ich ehrlich sagen, finde ich immer noch besser als in FIFA. Die Spieleranimation etc. pp. Gut, da hat glaube ich FIFA immer noch ein bisschen die Nase vorn, also vor allem Gesichtszüge etc. Wahrscheinlich hängt das auch mit den Lizenzen und keine Ahnung, was nicht zusammen. Aber so die Umgebung, muss ich ehrlich sagen. Der FC Barcelona aktuell mit einer Serie von 3 Siegen nacheinander. Oh. Und nicht vergessen, auch ein Sieg in der Champions League, in der Gruppenphase. Ah, jawohl, Messi. Tor. Ja, Messi. Fantastisch von Messi. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. Jawohl. Also so einfach hat das wirklich selten. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein Wo wir gerade beim Thema Grafik sind, ich weiß gar nicht, ob auf der PS 2018 eventuell sogar eine Optimierung für die PS4 Pro bietet. Das wäre noch geiler. Oh. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Ja. Iniesta. Oh, was war das denn? Da sollte er gar nicht hin. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. De Lo Feo. Ja. Messi. Ah, verdammt. Ah, zu spät abgeschlossen. Oh, wie er da durchgeht. Doch das spektakuläre Finish, das fehlt. Ich bin ja eigentlich neutral, aber bei diesem Solo habe ich richtig mitgefühlt. Leider kann ich nicht in 60 FPS aufnehmen oder streamen. Dann wäre es doch auch nochmal ein Tacken geiler, zumindest für euch auf YouTube. Der kommt weit nach vorne. Na komm, bauen wir Spielaufbau erstmal. Sergio Busquets. Es geht über die Außenbahn. Und komm. Luis Suarez. Och bitte. Foulspiel. Langer Abschlag vom Keeper. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Montero. Oh. Ja, okay. Also viel Ball hat er nicht erwischt. Das war ein klares Foul. Oh, sie war gelb. Scheiße. Früh die erste Karte ab.
Ah, okay. Klares Foul. Muss man nicht diskutieren. Aber hat ja keine Folgen. Oh! Er versucht's mit dem langen Pass, aber der muss präziser Alter. Kommen. So weit sollte er gar nicht. Luis Suarez. Velo Feo. Versucht den Pass da durch die Kreise. Oh, fuck. Das wollte ich zu schön machen mit dem Lob. Er muss ihn doch eigentlich nur noch am Torwart vorbeilegen, aber eigentlich ist ein richtig tückisches Wort. Na, wollte ich schön ins lange Eck knüpfen, aber nö. So, Jagdmann holte den Ball. Ah, fuck. Der war schon draußen. Ach, echt jetzt? Hätte auch nicht erwartet, dass ich an den Ball komme. Komm, Iniesta. Luis Suarez. Was? Hat seinen Gegner klar erwischt. Was? Ach, hör auf. Also bitte. Möglichkeit. Zu unkontrolliert. Der Ball ist nicht im Tor, aber es war zumindest mal ein Abschluss. Davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben. Rakitic. Der FC Barcelona mit einem hervorragenden Start in diesen ersten 10 Minuten. Damit steht es 1:0. Sergio Busquets. Ah, verdammt. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Oh. Luis Suarez versucht die Gasse. Ach, verdammt. Brillant, wie er ihn da noch aufhält. Mann. Mann, ey. Da geht er durch. Und das Gegner. Ah, jawohl. Ganz, ganz stark von Luis Suarez. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Sehr gute Schuss. Dann nutzen wir nochmal die geile Wiederholung. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Von dieser Wiederholungsfunktion her bin ich restlos begeistert. So, muss halt erstmal gucken. Halt. Genau, auf Suarez. Zack. Und. Ah, schön ins kurze Eck. Jawohl. Geil, geil, geil. Der FC Barcelona. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Also da lege ich mich mal fest, um das Ding hier noch zu verspielen, da müssten sie schon eine Menge falsch machen in den letzten Minuten. Rakitic. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Die Kugel. Ah, shit. Kommt ja noch dazwischen. Der FC Barcelona. Ist die Nein. Scharf. Messi. Verfehlt sein Ziel nur knapp. Er ist ein Riesenspieler, ganz schwer zu verteidigen. Da musst du als Verteidiger manchmal einfach hoffen, dass er das Tor nicht macht. Scheibenkleister. Abgefangene Pätze. Pässe. So. Luis Suarez. Ah, shit, der war doof. Ja, aber weiß der Auge. Der war doof. Der Torhüter haut ihn weit raus. Piqué. Delofeo.
Ja. Ich muss schon sagen, die erste Hälfte hat mir sehr gut von Ihnen gefallen. Dementsprechend auch eine verdiente Führung. Ah, zu weit. Zusammenspiel. Dreck. Gut. Komm, Suarez. Ah. Physisch enorm präsent. Oh. Luis Suarez. Sucht die Lücke. Messi hat einfach einen ausgeprägten Torjägerinstinkt. Den haben wir ja schon gesehen. Und? Ja. Danke, Messi. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Sie haben den Ball erobert, Sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Na, Konter würde ich das jetzt nicht nennen. Damit also steht's. So, gleich ist auch Halbzeit. Deulofeu holt ihn sich wieder. Sergio Busquets. Und über die Seite. Ah, shit, kriegt. Oh, kriegt er doch? Andres Iniesta flankt den Ball rein. Das war's. Halbzeit. Ich bin mir sicher, wenn sie jetzt nicht nachlässig werden, dann kann hier nichts mehr passieren. Zu groß die Dominanz in der ersten Halbzeit. Zu hoch die Führung. Drei Treffer trennen also beide Mannschaften. Blick jetzt ausgesehen. So 58% Ballbesitz. Okay, 78 Pässe, davon 63 angekommen. Oh, damit kann ich leben. So, was machen die Spieler? Und denen geht's noch ganz gut. Doch alle gut drauf. Jo, sauber. So denn, ab in die zweite Hälfte. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Montero. Sergio Busquets. Listig gemacht. Ah. So, ja, verdammt. Oh, fuck. Deulofeu. Versucht es mit dem langen Schlag. Drecksding. Iniesta. Oh. Piqué. Und nochmal schöner Seitenwechsel. Nelson Semedo. Piqué. Sergio Busquets. Ja. Deulofeu. Mit viel Gefühl. Nelson Semedo hat die Kugel und fuck. Er hat Platz. Habe ich gar nicht gesehen, dass er abgefangen wurde. Stellt sich natürlich die Frage, hat der Trainer ihn das so mit auf den Weg gegeben? Hat er gesagt, versucht es mit langen Pässen durch die Mitte. Deulofeu spielt den Ball nach rechts. Kluger Pass. Und jetzt aber. Oh, aus dem Winkel. Ich bin aber so begeistert. Ha. Dieses Spiel ist lange entschieden. Jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das Ganze hier antizipiert, hat den Abpraller geahnt und dann hat er das Ding reingemacht. Wie gesagt, hatte ich an den anderen Spielen schon gesagt, ich spiele hier auf Anfänger. War halt der zweite Schwierigkeitsgrad. Und so zum Üben ist er für mich, muss ich ehrlich sagen, perfekt. Weil was ich noch ganz dringend üben muss, ist einmal diese ganzen taktischen Finessen, die PES bietet und vor allem das Dribbeln. Ja, also, oder auf gut Deutsch die Finten. Mit Übersteiger und was nicht alles. Wird sie ja bestimmt auch jetzt geben. Jetzt gibt's einen richtig schönen Streifen hier. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Montero.
Ich glaube, genau so stellt man sich das vor. Rauskommen aus der Kabine und einnetzen. Jordi Alba. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht und dadurch, zu werden, jawohl. Das vielleicht auch das richtige Gegenteil. Da sollte er sogar hin, schön durch. Ja, den kriegt er nicht. Dann ist alles in Ordnung, aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Teil. Sauber zur Ecke geklärt. Also für dich die richtige Strategie? Also auch diese Strategie birgt Risiken, aber beim aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, oh, sie machen es zunächst mal richtig. Ich glaube, sie kommen da schon mit Kopf dran. Ein klasse Tackling, das war enorm wichtig. Und Rückwärtsgang. So, ab zum Torwart. Der auch mal mitspielt. Piqué. Hey Leute. Ah, fuck, was war das? Anständiges Pressingfall. Falsche Taste jetzt gedrückt. Vielleicht die Chance. Der FC Barcelona greift immer noch nicht auf die Bank zurück. Ah. Hier ist Messi. Der muss sitzen. Geklärt vom Torwart. Auf den müssen wir aufpassen. Kaum einer dribbelt so schön, so stark, so effektiv wie er, aber er lässt die Chance liegen. So. Und yes. Der Ball ist im Netz. Ach du lieber Gott, das kommt alles noch schlimmer. Hattrick für Messi. Sauber. Das ist eine 5-Sterne-Demontage. Ich empfinde schon fast so etwas wie Mitleid. Bitte. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Dem gelingt heute einfach alles, wenn der nicht nach so, dem Spiel ins Spiel Casino Piqué. Einlädt. Wo ist ich Messi? Gerne mit. Rakitic, Iniesta, Messi. So. Kopfballungeheuer. So, der na, ist schon drin. Na, komm. So. Ich finde diese Wiederholungsfunktion so geil. Ja, also tut mir leid, wenn es euch nicht interessiert, aber ich finde das total geil. Ne, seht euch das doch nur mal an hier. Dass man hier hin und her wechseln kann. Rein, raus, zoomen, links, rechts drehen. Finde ich total geil. Könnte ich stundenlang machen, glaube ich. Oh je, yeah. Jetzt wird's richtig bitter. Wenn es das noch bei jedem Dingens geben würde und nicht nur bei Tor. Oh, was war das denn? Wieso nimmst du den nicht an? Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Ja, wieso hat er den gerade nicht angenommen? Und komm, Iniesta. Iniesta. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte und sich was entwickeln. Hoch zum Kopfball. Gute Hereingabe. Da war mehr drin. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Ja, hier gibt es jetzt das ja zum Beispiel nicht in dieser Wiederholung. Aber nein. Vielleicht kommt es ja. So, nun also der Wechsel. Der Trainer erwacht aus seiner Lethargie. Sie liegen hinten. Apropos Wechsel. Und jetzt erst wechselt er zum ersten Mal. Ja, auch mal gucken, wie sieht's denn aus? Hier, Messi ist ein bisschen, vielleicht aber auch nicht. Angeschlagen konditionell, aber Problem ist, ich habe keine andere hängende Spitze. Was habe ich denn drin? Ein Torwart, jede Menge Verteidiger und ein zentrales Mittelfeld. Ja, geil. Bringt mir mal überhaupt nichts. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Luis Suarez. Oh, ja. Hält drauf.
Man kann es ja mal versuchen. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Kein Reden. Ah, okay, doch. Messi. Und Volleyabnahme? Ah. Der geht links vorbei. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach Och, bitte. Schlecht. Aus dem Winkel und überhaupt, Alter. Und die Kommentatoren sind genauso bescheiden wie bei FIFA. So, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Kriegt er nicht. Barcelona scheint hier mit einem weiteren Sieg eine beeindruckende Serie fortzusetzen. Stark, stabil, Verteidigung 1 plus. Wie da durchstecken. Jawohl. Ganz, ganz stark von Luis Suarez. Ja, auch sein Hattrick. Geil. Beide Stürmer Hattrick. Was ist denn hier los? Das ist ja der Wahnsinn. Also das Stadion wird schon so langsam leer, weil jeder weiß, das Ding hier, das ist sowas von durch. Der Klingelt. Ist er ist dort der Schrecken auf Schicht. Der Abwehr. Sie finden gegen ihn kein Gegenmittel. Schon zum dritten Mal. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Jordi Alba, Iniesta, Rakitic, De Lo Feo, Messi, Luis Suarez. Das wär's fast gewesen, doch da ist der Schlusspfiff. Das war die letzte Aktion des Spiels. Vom Anpfiff an war klar, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. Sehr zur Freude der Fans war es dann ein richtiges Fußballfest. So, das Spiel ist zu Ende, Hansi. Deine Einschätzung? Sie sind mit einem Kickstart in diese Partie gegangen und am Ende haben sie auch deswegen den knappen Sieg geschafft. Den knappen Sieg? Und damit beenden wir die Übertragung. Sagen wir den 56% Ballbesitz. 16 Schüsse, davon 9 aufs Tor, 134 Pässe und davon sind 113 angekommen. Na, kann sich sehen lassen. Gut. Ja, damit ist der Part hier wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habe ich an den anderen Parts schon erwähnt. Mir macht's tierisch Spaß. Also ich finde PES von der Fußballsimulation her ein geiles Spiel. Und dann ja, gucken wir mal, wie das hier auf meinem Kanal weitergeht. Ein bisschen Mic Club wird's auch noch geben. Schauen wir mal. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und wenn ihr den nächsten Teil nicht verpassen wollt, abonniert am besten meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ich Videos hochlade oder wenn ich meinen Livestream starte. In diesem Sinne, ich bin raus, hoffentlich bis zum nächsten Mal, euer Schulle.